Ja, hallo T-Taster, auf zur nächsten Runde nach den etwas experimentelleren Verkostungen Matcha und Chai. Und wir wieder ein bisschen zurück zur Basis, zu den Tees, aber auch noch nicht ganz. Gehen zum Thema aromatisierte Tees. Da denken viele jetzt an Mango und Orange und Schokolade und was weiß ich noch, was noch alles gibt. Was mehr eine modernere Erfindung der letzten 50, 60 Jahre ist. Dabei Aromatisierung von Tee hat eine jahrtausendalte Tradition, gerade in China und besonders beim Thema Jasmin-Tee. Und damit wollen wir uns mit euch diesmal beschäftigen. Ihr findet in euren Paketen 4 verschiedene Jasmin-Tees. Sie sehen alle unterschiedlich aus, sind unterschiedlich geformt, haben unterschiedliche Basistees, verschiedene Jasminarten und wir möchten dort gerne euer Urteil erfahren. Wir haben in den letzten Runden immer Empfehlungen von euch bekommen, ob wir nicht Tees, die bereits im Sortiment sind, dazu packen können, damit ihr die neu angebotenen besser einordnen könnt. Die Anregung nehmen wir sehr gerne auf und haben daher bei dieser Jasminrunde 2 Tees aus dem Sortiment und 2 neue Alternativen ausgewählt. Der Tee Nummer 1 wird unser feines Jasmin sein, einer unserer bestverkauftesten Tees. Der zweite ist der weiße Yinhao Jasmin, ein sehr feiner, edler Tee, ihr werdet es erleben. Und dann haben wir 2 neue, einmal den Jasmin Pearls und einmal den Jasmin Mandarin. Alle 4 Jasmin-Tees sind anders, sind unterschiedlich und haben ihre eigenen Charaktere. Umso gespannter sind wir auf euer Urteil. Wichtig, glaube ich, für mich ist immer wirklich da, das Blatt zu bewerten, weil sie alle unterschiedlich aussehen. Der Geruch, jeder Tee riecht anders. Probiert es aus, macht eure Erfahrungen. Ganz wichtig natürlich die Blätter nicht vergessen. Auch hier findet ihr jedes Mal einen etwas anderen Geruch. Und das findet sich nachher auch in der Tasse wieder. Jede Tasse sieht anders aus, heller, dunkler, feiner, leuchtender, weniger leuchtend und auch die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich will ja auch mal ein bisschen Krach machen, von ganz fein bis zu ganz kräftigen Sorten. Wir sind gespannt, was euch am besten gefällt und ob es wirklich aus eurer Sicht Sinn macht, unser Jasmin-Sortiment um 1 oder 2 neue Sorten zu erweitern. Wir freuen uns auf euer Urteil, also haut rein, probiert und haut schnell in die Tasten, damit wir das Urteil möglichst schnell bekommen.